Okay, Jungs, wieder ein Miltec-Produkt. Ja, Jule. Diesmal eine Kommando-Like-Hose in Flecktarn. Bestehend aus Ripstop und aufgenähten Kniepolstern mit einer Nylon-Überdeckung. Ausgestattet ist sie mit einem Kordelzug, so schnürsenkelmäßig an Beinabschlüssen. Damit kann man sie unten zumachen, das verhindert zum Beispiel das Insekteneindringen. Zudem hat sie auch seitlich so eine Faltbalk mit Reißverschluss. Also ich komme mit den Schuhen rein, ohne dass ich sie ausziehe, also ohne dass ich die Schuhe ausziehen muss. Hier befinden sich noch zwei Laschen. Das ist im Prinzip hier. Ich schätze mal, da kann man Tarnmaterial einbringen oder sonst was. Ansonsten hat sie noch zwei aufgesetzte Oberschenkeltaschen. Die werden mit so Bandknöpfen auf und zu gemacht. Lassen sich, wenn man sie anhat, auch wirklich gut bedienen. Dazu normale Hosentaschen, die mit Reißverschlüssen gesichert werden. Kann also nichts rausfallen. Aber Rückseite haben wir noch einmal am Hintern eine Tasche. Auch wieder Bandknopf. Die kann man wirklich auch gut bedienen. Am oberen Bereich Gürtelschlaufen, dass man einen Gürtel anziehen kann. Und wie man es zum Beispiel von den amerikanischen Hosen kennt, so ein Schnellgurt-Surfer-System, dass die Hose oben ein bisschen besser passt. Vorne ist zuzumachen mit einem Reißverschluss und einem Knopf. Und dann sitzt die eigentlich ganz gut. Bezahlt habe ich für die Hose 15 Euro. Das Material ist jetzt nicht so super toll. Das sieht man dem auch an. Gerade das Ripstop macht nicht so einen guten Eindruck. Jule, komm mal her. Macht nach ein paar Mal Waschen, bleicht es aus. Ansonsten habe ich bis jetzt noch keine Fehler dran feststellen können. Es macht nur keinen guten Eindruck. Die Nähte, bis jetzt halten sie. Das passt aber. Kleine Besonderheit noch, man hat hier innen Schlaufen, an denen man die Hosenträger festmachen kann, damit man die nicht außen festmachen muss. Ich trage keine Hosenträger, deshalb kann ich das schlecht beurteilen. Die aufgesetzten Oberschenkeltaschen haben noch so kleine Netze. Das heißt, wenn man was Feuchtes reinmacht, läuft Wasser raus. An und für sich kann ich die Hose für den Preis empfehlen. Sie macht allerdings nicht einen so qualitativ hochwertigen Eindruck. Okay, man sieht zum Beispiel hier schon die Naht. Steht ab. Muss man erst noch schauen, wie sie sich bewährt. An und für sich, denke ich, kann man sie zum Airsoft-Spielen oder so anziehen. Muss man echt schauen. Ich denke, im Close-Quarter-Combat könnte sie an rauen Wänden oder so relativ leicht aufscheuern. Die Kniepolster sind nicht sonderlich dick, aber tun ihren Job. Sitzen auch an einer guten Stelle, sind groß genug. Soweit eigentlich ganz gut. Also, nennt sich Miltec Lightweight Hose in L. So viel dazu. Viel Spaß auch noch bei den anderen Reviews.